Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum 19. Teil der GTA 4 Liberty City Let's Play Reihe. Und in der letzten Folge mussten wir ein Auto von Prusy in eine Garage transportieren, falls ihr euch nicht mehr zurückerinnern konntet. Und wir haben hier doch ein Auto gelagert. Genau, hier steht es. So, da steigen wir mal ein. Die Stallion, oder wie man die ausspricht. Und wir gehen jetzt mal zu Dimitri und schauen, was er denn für Missionen auf uns... warten. Ja. Gut. The Master and the Molotov. Kann das sein? Ja, Dimitri. Läuft mit dem. What's the problem? What do you think? Michael, Mr. Faust. Aha. Läuft mit den Joggern. Die erstmal eine Kippe in die Hand. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me to. No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bellic, but we cannot change the rules. See you later. Ja, da geht der einfach. Das ist jetzt ein bisschen eine komische Situation für uns. Wir haben ja damals Flat hier im Fluss runtergeschuckt. Oder am Fluss war das. Und ja, die, wie nennt man das? Die Mitglieder von seiner Bande von Flat damals haben jetzt uns als Mörder bezeichnet und wollten eigentlich uns, glaube ich, auch töten. Und Dimitri hat jetzt zu uns gesagt, oder hat zu denen dann gesagt, dass wir bloß der Auftragskiller waren. Er hat uns den Auftrag gegeben, ihn umzulegen. Und dass ihn jetzt die Schuld trifft. Naja. Ist jetzt ein bisschen komisch gelaufen, aber wir sind jetzt an unserem Ziel. Wir mussten jetzt zu irgendeinem Club. Hier sind wir jetzt auch. Ah, okay, da war der Club. Ich dachte gerade schon. Dann schauen wir mal, was da denn so auf uns wartet. Wer steigt denn hier Schönes aus? Sind das wieder die Bandenmitglieder unseres lieben Flats? Ich habe halt voll den Sprachfehler irgendwie. Das müsst ihr mir entschuldigen. Und wir haben hier zwei Mitteilungen. Lass mal schauen. Nico, es dürfen keine Fehler passieren. Michael ist ein gefährlicher Mann. Ich habe dir seitlich vom Club was zu deinem Schutz hinterlassen. Dein Freund Dimitri. Und die andere Nachrichten. Hier, Pfeiltaste, so. Pussy, Alter. Kommt zu meiner Bude nach. Na, na, okay, passt. Ja, ja. Das schauen wir uns später an. Wo ist denn der grüne Punkt? Der ist da vorne. Schauen wir mal, was er denn da gelassen hat. Vielleicht ein paar Waffen? Wir haben ja bloß hier unsere Pistole. Trägst du eine kugelsichere Weste, richten Schusswaffen weniger Schaden an. Okay, wir haben eine schusssichere Weste gekriegt. Das ist cool. Und ich sehe hier fast gar nichts, weil es mich total blendet. Oh mein Gott. Nico. Nico Bellic. So heißen. You and Dimitri are taking over now? This is not about taking over. You brought this on yourself.
You push things too far. You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri, my brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen had I not been there. Meet for some gin monkey. I'm not dead yet. Some are still loyal to me. Guards! Okay, jetzt glaube ich. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Ich glaube, wir müssen dem roten Punkt nach. Oh mein Gott, wir werden voll geschossen. Wo haut der ab? Da vorne, da vorne, da vorne. Ich seh nix. Ey! Mann! Wenn ich da nix seh, was soll ich denn da tun? So, ich musste jetzt kurz meinen Rollladen runter machen. Das regt mich jetzt gerade echt auf. Ich habe nämlich gar nichts gesehen, weil die Sonne mir nicht so ins Gesicht geblendet hat. Und die sind voll in den reingelaufen. Wieso haben wir hier eine Schrotflinte? Stopp, jetzt! Danke. Ich brauche jetzt ein Auto. Mann, das regt mich gerade ein bisschen auf. Die Mission wäre echt, glaube ich, gar nicht so schwer gewesen, aber nie. Mann, was machen wir hier für Scheiß? Verstehe ich nicht. Aber das hat mich so geblendet, ich habe gar nicht gesehen, wer hat uns denn alles beschossen? Zu viele Leute auf jeden Fall. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir das so hinkriegen. Ich mache mir mal das Radio aus, ich weiß jetzt nämlich, wie das geht, und zwar mit X. Ich habe in der Steuerung mal nachgeschaut. Von GTA. Wow, der war sexy, der Drift. Kollege. Oh, mit dem Taxi kann man, glaube ich, gar nicht so schlecht fahren. So gut. Und jetzt schauen wir hier mal, ob wir die Mission jetzt nochmal machen. Oder wir machen die auf jeden Fall nochmal, aber jetzt muss ich die schaffen. Sonst wäre das ein bisschen schlimm. Wenn wir die letzte Mission haben, wir glaube ich auch zweimal dafür gebraucht. Ich glaube mal schon. Ja, volle Kanne rein. The Master in the Molotov, genau so hieß die. Jetzt ist das ganze Bild auch schon viel heller. So, geh zu Faustins Club. Club, nicht Club. Ey. Sorry. Ja, du kannst hinten drinnen bleiben. Das macht mir nichts aus. Solange es dir nicht schlecht wird. Jetzt fahren wir hier mal so ein bisschen. Komm, spring raus. So schlecht ist das Taxi gar nicht. Man kann damit ja auch Taximissionen machen und Geld verdienen. Boah. So, gut. Das überspringen wir jetzt alles. Hey. Gut, ja, ich weiß, dass wir jetzt eine neue Nachricht von Dimitri haben, und zwar das mit der, ja, das wissen wir, mit der Schutzweste, die holen wir uns, komm, Tempo, Tempo. Ja, ein Messer. Yeah. Dankeschön. Gut, und jetzt machen wir das, dass das mal klar ist. So, rein da. Und hier rein. Und gleich überspringen, und jetzt töten wir die. Ich sehe zwar schon wieder nichts. So. Hey, das ist der doch. Wir müssen. Wo ist der? Der flüchtet doch hier. Komm. Komm, lad doch nach. Flieht schnell nach.
Ey, Kollege, schnell. Und wir haben fast kein Life mehr. Oh mein Gott. Ja, lauf doch! Hä? Jetzt! Geht doch! Geht doch! Mann, Mann, Mann! Das war aber gerade knapp! Schaut euch mal meine Lebensanzeige an, aber die Shotgun hat mich hier. Hat mich gerettet. Jetzt haben wir ja seinen Bruder getötet, oder? Das war doch sein Bruder. Ah, Petrovic war quasi sein Chef, sein Mafia-Boss. Ich nenne es mal Mafia. Und hier liegen überall Waffen. Oder halt Magazine. Waffe haben wir ja schon. Wieso denn nicht? Gut. Dann haben wir die Mission jetzt endlich geschafft. Endlich. Ich habe mich nämlich gerade echt ein bisschen aufgeregt. Ich habe einfach nichts gesehen. Jetzt habe ich die schon besser gesehen mit der Schrotflinte. Hey, Kollege. 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 Und genau, ja, das hat jetzt noch gefehlt, dieser Wanted-Stern. Aber ich beende jetzt einfach hier die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich fahre jetzt noch kurz da raus und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann, mach's gut, tschüss.